Alltagsstress AD. Willkommen im Urlaub. Seit über 60 Jahren ist das Reisebüro Papendick der Ansprechpartner für das unvergessliche Urlaubserlebnis. Urlaub auf der ganzen Linie. Das erwartet Sie in Siegburg, Troisdorf und Hennef bei uns im Reisebüro Papendick. Stand-up in Siegburg. Vom 16. bis 18. Oktober 2009 fanden weltweit Stand-up-Aktionen zum Kampf gegen Armut statt. So auch in Siegburg. Durch Benefizkonzerte konnte die Aufmerksamkeit der Bürger erreicht werden und Spenden für Bedürftige gesammelt werden. Der eine Weltmarkt sorgte ebenfalls für großes öffentliches Interesse. Ralf Birkner, Pressereferent der UN-Millenniumskampagne, erklärt, was die Aktion bewirken soll. Zum vierten Mal rufen die Vereinten Nationen die Welt dazu auf, aufzustehen gegen Armut. Das passiert in diesen Tagen weltweit in allen Teilen der Erde. Im letzten Jahr waren es 116 Millionen. Wir erwarten in diesen Tagen 200 Millionen Teilnehmer, die an ihre Regierungen das Signal senden. Es müssen die politischen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass Armut wirksam bekämpft wird. Und dazu soll die Welt ein Zeichen setzen. Stand up, take action. 2004 gab es die Gründung des Centres. Aber nicht nur die Armut in Deutschland wird fokussiert. Auch auf andere Länder wird der Blick gerichtet. Maria Seliger von SOS Straßenkinder e.V. ist davon überzeugt, dass die Hilfe aus Deutschland viel für die Armen bewirken kann. SOS Straßenkinder e.V. möchten mit dieser Veranstaltung erreichen, dass viele Menschen aufstehen, weil wir können etwas tun, wir sind nicht machtlos. Und wenn viele Menschen an verschiedenen Orten aufstehen und sagen, hier ist jetzt eine Grenze und das darf so nicht sein, dann passiert auch was. Und deswegen haben wir diese Veranstaltung nicht nur hier in Siegburg, sondern auch in Chess Senegal in unserem Straßenkinderhaus gemacht, um aufzuzeigen, dass es möglich ist, etwas zu bewegen. Die Regierungen haben diese Verträge geschlossen und sie sollen diese Verträge einhalten. Das ist unsere Forderung. Für die Zukunft ist es wichtig, weltweit gemeinsam gegen das Problem Armut vorzugehen. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die man für alltäglich und unbedeutend hält, die anderen Menschen das Leben retten können.